Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von WBX. Du bist heute der Alessio Lucatelli geschrieben. Kannst du über Seamus Return reden und sagen, ob du ihn als Heel besser findest oder als Face? Machen wir mal. Und ja, dann machen wir Seamus gegen... Wo ist denn Siggi? Da ist der Mr. Ziggles. Dolph Ziggler. So, gut. Seamus Return, ja, auf jeden Fall überraschend für mich. Also, sag mal so, ich hätte nicht gedacht, dass es bei der Raw nach WrestleMania passiert. Ich hätte gedacht, eher bei WrestleMania oder vorher schon. Bei Raw nach WrestleMania, okay, hätte ich nicht so gedacht. Aber er kam wieder als Face, wurde auch abgefeiert erstmal, dass er zurückkommt. Hat erstmal Daniel Bryan beschützt vor Madness Barrett. Und dann kam Daniel Turner, indem er Daniel Bryan bro-kickt hat. Und ja. So. Moment. Indem er Daniel Bryan und Dolph Ziggler halt attackiert hat. Und dann halt später halt eine Fehde mit Dolph Ziggler und mittlerweile jetzt als Heel agiert. Er hat ja auch einen neuen Look mit seinem Iro und diesem Bart da und alles und... Ich wollte einfach mal die Chants durchlaufen lassen, deswegen habe ich einfach mal nichts gesagt. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt hören konnte. Ich habe nicht so viel gehört. So. Jawohl, schöner Flying Elbow. So. Gut. So, und... Jawohl. So, und... Verdammt, und... Nein! Was macht der? Suplex! Schöner Suplex von Dolph Ziggler. Jetzt zieht er mich rüber. Wie gesagt, und dann Seamus. Und ja, ich fand den Return gut, dass er zurückkommt und so weiter. Und natürlich als Heel kann man ihn mal gut gebrauchen. Ich muss so sagen, ich hoffe, also er ist ja auch ein guter Wrestler, hat Charisma und alles. Und nein, er ist auch ein guter Typ auch zum Leiden, weil er halt eine weiß, sehr, sehr helle Haut hat. Und ja, die schnell rot wird, kann man sagen. Finde ich sehr, sehr nice. Aber was mich stört oder was mich gestört hat, wenn das stimmen sollte, er hat ja bei der SmackDown gegen Daniel Bryan sehr, sehr unsauber gewirkt und Daniel Bryan hat auch verletzt. Ich hoffe, er wirkt jetzt nicht so krass unsauber wie jetzt letztes Mal. Ansonsten sage ich, ja, gut, kann man akzeptieren. Aber wenn er unsauber wirkt, dann, nee, dann finde ich es nicht gut, weil er soll ja nicht die Wrestler alle verletzen, ne? Aber ansonsten, ja. Und ob ich als als Heel oder Face besser finde, ganz klar, als Heel. Weil er es viel besser ist als Face, war er meinen macht langweilig. Und als Face fand ich ihn persönlich nicht so gut. Deshalb eher ein Heel. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr ihn als Face besser findet oder als Heel. Ich fand ihn als Heel viel, viel besser. Vor allem seine Anfangsrealität war der Sau over. Danach der Face war am Anfang okay, aber danach wurde es immer schlimmer und ich fand es auch nicht mehr gut. Und dann... Ja. Und am Ende war er auch noch. Und jetzt mit seinem Heel Run. Gefällt ihm sehr gut und ich bin mal gespannt, wohin es hin wird. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr über den Heel Seamus findet, ob ihr ihn als Face oder Heel besser findet oder generell über seinen Return und was ihr denkt, wohin es mit ihm hinführt. Ich bin mal gespannt und ja, schreibt es in die Kommentare und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.